Ah, das ist verrotteter Stachelspeer. Habe ich davon schon eine verbraucht? Ich hatte nur zwei. Die Augenkoordination ist hin. Leben. Dann in die Ausrüstungskiste. Die sollte ich vielleicht auch mitnehmen. I feel a little less squishy now. So. Wieder ein wenig genesen. Nice and clean. Jetzt hoffen wir, dass da hinten keine Spinne rumrennt. Ja, Erziehung ist voll wichtig bei Kindern, damit die halt auch vernünftig und eigenständig handeln, denken und sich auch beschäftigen können und nicht so komische Nervkinder werden. Da spielt ja viel das Elternhaus und die Umgebung eine große Rolle. Na, was kriege ich jetzt? Schwarze Ameisenbrustplatte. Gibt's schwarze Ameisen? Wo sind sie? Wo muss ich sie töten? Heuschuppenbrustplatte. Das ist bestimmt irgendeine nächste Stufe gewesen, ne? Nee, Tatsache gar nicht. Das ist leichte Rüstung. Schwarzer Ameisenkopf. Mein Blubberkopf sollte ich machen können. Hier, guck mal, hier direkt aggro. Hier, kümmere dich um den verstorbenen Freund. Das sind die Fliegenschatten. 1574. Ich bin tot. Wenn ich wieder groß bin, dann right where I left you. Werd ich euer Nest anzünden. Ja. Ja. Kinder sind schon ganz nice, aber halt.
denke ich, auch sehr zeitintensiv, vor allem wenn es dann so ein bisschen spezieller wird. Aber ich glaube, mit der richtigen und genug Aufmerksamkeit ist jedes Kind eigentlich cool. Und solange man Verständnis dafür hat. Wenn es jetzt nicht irgendwie so ein Frankfurter Meme-Kiddy ist. Ich weiß gar nicht, auf was ich spiele. Kann man es einsehen? Mittel. Schade, ich hätte gedacht, von den Koi-Schuppen können wir richtig heftige Sachen machen. Aber da sind wir mit dem Marienkäfer schon sehr gut dabei. Flauschig, ja. Allein doch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut. Und einen schönen Donnerstag. Ich muss morgen auf früh aufstehen. Morgen geht's zum Spritzen. Feeling a little safer now. Okay, da ist noch keine. Das wäre lustig, wäre da jetzt schon eine Blubberblase drum. A little chewy, but not bad. Ich habe kein Food mehr. Außer Nüsse und Pilze. Das ist in der Bottle. Ah, Heilverbände machen wir noch. Hatte ich nicht eben 30 Pflanzenfasern? Smoothies sind auch sowas wie Heiltränke. Und die geben meinen. Ich habe hier auch einen fürs Schwimmen. Schwimmgeschwindigkeit. Oder Tauchveteran. Habe ich den Hut gebaut, aber keine Waffen. Brauche ich nochmal 3 Knochen. Genau. Die funktionieren auch direkt, die Smoothies. Und den ich jetzt habe, gibt Schleppkapazität. Vorher hatte ich einen, der mich geheilt hat noch. Beziehungsweise meine maximale Gesundheit erhöht hat. Dann gibt es verschiedene Tränke mit verschiedenen Effekten einfach. Heilt einen sofort. Und dann gibt es ja noch irgendwie diese Küche. Wo ist denn die nochmal? Gartenbeet muss ich auch mal ausprobieren. Kochkunst. Wo ich hier irgendwie... Genährt Speise, Angriffsausdauer hoch. Ich bin noch nicht gebaut. Weil ich kein Dörrfleisch machen konnte.
Aber ist ja schon zur Hälfte oben eingerichtet jetzt. Ich brauche nur ein bisschen Brockenkäfer. Ein hartnäckiger Tautropfen. Genau. Quasi Barfoot. Mit Heilungseffekt. Also man kann den auch öfters im Kampf trinken, um sich zu heilen. No water filtration tablets needed. Auf ins Wasser wieder. Mit dem neuen Hut. Gucken, was der kann. Neben Stinkeland war ich auch noch nicht. Ich habe auch heute erst die Gasmaske gebaut. Wir sind einmal grob außen rumgelaufen. Haben halt das Heckenlabor gemacht. Und jetzt sind wir tatsächlich erst hier. Die Ecke habe ich noch gar nichts. Hab ein bisschen Angst, mich tötet immer alles. Ich werde langsam mutig. Mariekäfer haben mich mit einem Schlag umgehauen. Da war dann erstmal ein großer Schock da. 160. Ja, bei Daylight, ja. Aber so ein Survival Game finde ich immer noch mal ein bisschen was anderes. Mir auch anfangs ständig vom Milben erschrocken, weil die mir ins Gesicht gesprungen sind. The Forest gespielt, ja. Ich finde auch hier. Also The Grounded kann man am nächsten mit The Forest vergleichen. Ja, die sind wirklich ekliger. Ja schon, ist definitiv schwerer. Weil die Kämpfe auch schon von sich her schwerer sind. Mit den unterschiedlichen Gegnern. So bei The Forest hat man das ja so einigermaßen dann 3-4 Mal gemacht und dann wusste man, was man tun muss. Ich sterbe einfach, weil ich gleich hier ersticke oder so. Ich könnte ja erstmal gucken, ob ich da links die Tür aufmachen kann. Dahinter ist dann bestimmt Sauerstoff, das ist bestimmt so eine Schleuse. Luft.
gut, ich habe mein Inventar gerade vollgepappt mit den ganzen Sachen, die da in den Regalen lagen. Bevor es wird ja schwierig, wenn die riesigen ekelhaften Dinger kommen, ja. Aber das ist auch eine sehr schöne Story. Amst ist eins. Each member of the Tolly family, excepting yours truly, looks at Brussels sprouts, the great cabbage of Belgium, with utter disdain. Within its densely packed leaves, a high-powered nutrient boost in a miniature form factor. And yet, mealtime after mealtime, it is recklessly cast aside. Well, more for me. The body knows when it's lacking something. Funny that it doesn't tell the mind why, though. But I have taken the hint, and I'll do those brilliant horticulturalists of Belgium one better. You see, these little morsels are a prime candidate for experimentation in my new submersible multifunction lab. A closed-loop system complete with retractable solar dome. I mean, what could possibly go wrong? Dr. Tully, it is almost time for your appointment. Already? The joys of getting older. Trudy pushed me to go see a doctor after she remarked that I looked like a plate of wet ham. Very well. Mustn't be late and keep Dr. Applebaum waiting. Dr. Applebaum. Boah, Text. Ich glaube mal, die Sicherungen sind kaputt. Feeling a little safer now. Wieso habe ich so viel Pilzbrei dabei? Hey, wenn ich weiter um das Ding schieße, ist ein Helikopter. Natürlich muss ich wieder alles reparieren. Arxi-Daten. Getötet 191. Oh. 50. Die erteilen dem Schwarzameisenhügel Befehle. Ich hab doch schon Stechmücken getötet. Werkbank. Bin gespannt, wenn es soweit kommt, dass ich das Ding bauen kann. Ich glaube, das da sind die Sicherungen.
Nein! Ich hab den Hut nicht aufgehabt. Es ist so dumm. Jetzt habe ich den richtigen Hut an. Gott, alle voller Spinnen. Wo ist sie? Hier blubbert auch nirgends Wasser rum. Langsamer als ich. Aber ich brauche ja deren Körperteile. Hey, Pilz habe ich bestimmt von zu Hause mitgenommen, weil ich ein Idiot bin. Du bleibst einfach hier liegen, okay? Cool. Cool. Okay. Ja, würde ich das fancy Labyrinth hier schwimmen? Kann man eigentlich diese Farbschema anwenden? Habe ich auch noch nicht so richtig gerallt. Dieses in sich drehen ist hier fies. Ist alles voller Zähne.
Oh, wo muss ich jetzt hin? Da? Oh, das wird so knapp wieder. Schon knapp. So, nächste Runde. Die sind langsamer als ich, dann gucken wir mal, wo das Kabel lang geht. Ist ja gar nicht so weit weg. Da oben ist bestimmt auch Luft. Jetzt hat es ein bisschen Subnautica-Feeling. Nicht cool. Oh, ich habe nichts mehr zu essen. Choke it down, Pete. Don't even need to boil it. Ah, okay, geht wieder auf, wenn ich hingehe. Alles klar, cool. Ne, wir gehen erstmal durch die grüne Tür, bevor wir den Schalter drücken. A scientific breakthrough. Das Rosenkohl. Taking a look. I wonder if I'd get stronger if I ate these mussel sprouts. Ugh. Okay. Gehen wir erstmal da hinten ins Nasse. Oder lass uns. Okay, dunkel. Ich hab's einen Durchbruch, aber keinen guten.
Ja, komm doch her. Aua. Eige Spinne. Ja, Dokumente, wo ich zuvor bin zu lesen. Has pronounced me in perfect health. For a man 20 years my senior, I must face the facts. The gray hairs, the wrinkles, they are not figments of the imagination. I can draw only one reasonable conclusion. It is the elusive fractional errors of the shrinking process which are the cause. Trudy has asked that I discontinue my experiments, but what choice do I have? If I quit now, I will have nothing. What will I be other than a failed inventor and scientist with no discoveries to his name, unable even to teach the basics of physics to a gaggle of hormonal teenagers? No! If this means that I must sacrifice 20 years of my life, then so be it. Okay. Beim Schrumpfen wird man älter. Ja, das ist teilweise auch ein bisschen viel Text. Teichluke, Biodom-Zugangsrampe, Biodom-Automatikmodus. Terminal neu starten. Also Stecker rein und raus. Ja, von da sind wir gekommen, da war die doofe Spinne. Da waren wir durch. Aber ein bisschen so rum. Und dann hier wieder. Got it. Entschuldigen Sie, Mr. Sicherheitsroboter. Gehen Sie. Alles so schön. Ja, da hinten musste ich noch die Hand auflegen. Hier habe ich jetzt, glaube ich, nichts gesehen. Ja, wie viele gibt es denn von euch? Eigentlich mehr als 100? Nee. Armbrust, ich bin so glücklich, dass wir uns gefunden haben. Die beiden Türen sind jetzt auch offen. Ja, beim ersten war ich auch im... Okay. Hier waren wahrscheinlich die Sicherheitsroboter einfach drin. Ah, das ist einfach nochmal die andere Tür. Okay.
Liegt das an den Schuhen, dass das so eklig klingt? Nee. Das klingt die ganze Zeit so, als ob wir auf nassen Teppich laufen. Er wollte mich hauen. Ach komm. Ein bisschen körperlichen Einsatz zeigen hier mit der Keule. Ja. Oh, wir haben letztens ein Horrorspiel auch gespielt. Genau, Madison haben wir gespielt. Boah, da war die Akustik auch anders gut. Kann ich auch sehr empfehlen. Also von der Akustik her top. Aber gucken geht, oder? Ja, geht ja vielen so, die können Sachen spielen oder gucken, aber nicht spielen. Nein, Keule! Weggeheatet. Visage. Auch sehr gut, ja. Es sind wieder 3 Uhr nachts. Ich kann nur, dass wir keine Bienen finden. Das hat auch echt Spaß gemacht. Auch wenn manche Rätsel ein bisschen sehr tricky waren, war es trotzdem völlig in Ordnung. A scientific breakthrough. My mom always says I light up a room. Ey, das ist voll unheimlich. Das sieht ein bisschen aus wie Hirn. A super chip. I wonder how we'll get Burgle's memories off of this. I wonder if I have to blow on it. That usually solves the problem. That or flipping the console upside down. Oh, or maybe there's some little extraneous plastic tabs I need to snip off. Meine Aufgabe ist Tastenhämmern. Dr. Tully must be one heck of an engineer to be able to build something like this. LAN-Verbindung mit 10 Mbits, okay. Eine essbare Rosenkohl-Hybrid-Züchtung mit zähen Muskelfasern, die ein wenig den Hunger lindert. Aber beim Essen schmerzt. Der Kohl gibt und der Kohl nimmt. Vor allen Dingen nützlich zur Verbesserung von Smoothies. Ist auch schön, dass die so an Kabel angeschlossen sind oder so gedopte Pflanzen sind. Ach, die stackt er wieder nur auf 5. Toll. Choke it down, Pete.
Wir werden wiederkommen. Ich führe den Superschipper Burgle ab. Ups. Aber da ist noch ein anderer Chip. Fuck, Fisch, Fisch, Fisch. Nice and clean. Und Zähne? Was für Zähne? Doch, drei habe ich. Weil ich habe den Hammer erst sehr spät gehabt und ich habe vergessen, wo die ganzen Zähne sind. Englische Zähne. Die habe ich tatsächlich noch nicht so ausgiebig gesammelt.